Hallo und willkommen zur heutigen Folge Destiny 2. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos angeschaut, kommentiert oder bewertet haben. Ja, euch ist es bestimmt schon aufgefallen, ich bin nicht als Jäger unterwegs, ich habe den Warlock mal ausgepackt. Mit dem Warlock habe ich in der Anfangszeit, als ich bei Destiny gestartet bin, mal parallel offscreen ein kleines bisschen gespielt. Und ich möchte mir den Warlock mit euch zusammen jetzt mal genauer anschauen und die drei verschiedenen Fokus mal ausbauen, ein Bild erstellen und schauen, wie das Gameplay ist. Und ich würde gerne mit euch zusammen im leere Fokus starten. Dazu gehen wir jetzt erstmal zu Ikora. Willkommen. Wir gehen in den leeren Fokus rein und schauen uns die verschiedenen Fähigkeiten, Fragmente und Aspekte mal etwas genauer an. Bei den Supers habe ich bereits alle drei geholt. Die Klassenfähigkeiten sind auch schon in meinem Besitz, im Nahkampf ebenso. Wir gehen mal in die Bewegung rein. Schubgleiten, Balancegleiten, Kurzteleporter und Lenkleiten. Ich habe mich vorab ein kleines bisschen informiert. Wir lassen hier auf jeden Fall mal das Schubgleiten drin. Bei den Granaten, wir haben die leere Spitze. Eine Granate, die an jeder Oberfläche haftet und einen Schwall schädlichen Leerelichts abgibt. Der leere Wall, eine Granate, die eine horizontale Mauer aus brennendem Leerelicht erzeugt. Die Unterdrückungsgranate, eine explosive Granate, die Ziele unterdrückt und sie für kurze Zeit daran hindert, Fähigkeiten einzusetzen. Die Vortex-Granate, eine Granate, die einen Vortex erschafft, der Ziele in sein Inneres zieht und ihnen daraufhin regelmäßig Schaden zufügt. Eine Streugranate, eine Granate, die sich in Streumunition aufteilt und ein großes Gebiet mit mehreren Explosionen übersät. Magnetgranate, eine Granate, die sich an Ziele heftet und zweimal explodiert. Und die Axion-Blitzgranate, ein Blitz aus Leerelicht, der sich beim Auftreten in kleinere zielsuchende Blitze aufgabelt. Die Vortex-Granate kenne ich bereits vom Jäger. Mit ihr spiele ich dort das leere Bild. Auch beim leere Bild vom Warlock würde ich gerne die Vortex-Granate drin lassen. Wir gehen zu den Aspekten rüber. Dort habe ich mir auch in der Anfangszeit alle drei schon mal geholt. Die Leere füttern. Besiege ein Ziel mit einer Leerefähigkeit, um Verschlingen zu aktivieren. Chaosbeschleuniger. Q drücken, gedrückt halten, um deine Granate zu überladen, wodurch sie tödlicher und effizienter wird. Vortexgranate erhöht die Größe und die Verweildauer des Vortex. Und dann haben wir noch Kind der alten Götter. Verwende dein Rift, um eine leere Seele zu erzeugen. Wenn du einem Ziel mit einer Waffe Schaden zufügst, fliegen deine leere Seele auf das Ziel zu und zehrt es aus, wodurch es ihm Schaden zufügt und es schwächt. Wird ein Feind ausgezehrt, erhältst du Granaten und Nahkampfenergie bei heilendem Riff oder Gesundheit bei stärkendem Riff. Ein Sieg über ein durch eine leere Seele ausgezehrtes Ziel gewährt Klassenfähigkeiten Energie. Bei den Fragmenten habe ich 5 bisher im Besitz. Echo der Vergeltung, Todesstöße, während du von Kämpfern umzingelt bist, gewähren Superenergie. Echo der Regeneration, Nahkampftodesstöße lösen eine Gesundheitsregeneration für dich und Verbündete in deiner Nähe aus. Echo der Schwächung, deine leere Granaten schwächen Ziele. Dann gibt es noch Echo der Ernte, das Besiegen von geschwächten Zielen erzeugt eine Sphäre der Macht und einen Leere-Durchbruch. Echo der Verdrängung, Todesstöße mit der Leerefähigkeit lassen Ziele explodieren. Echo der Versorgung, wenn du... Wir schauen in die Fragmente rein. Ich gehe da jetzt nicht alle mit euch durch. Ich habe da eine kleine Vorauswahl getroffen, welche sich ganz gut machen könnte. Ein paar sind bereits in meinem Besitz. Die anderen schauen wir gerade mal noch zusammen an. Und zwar würde ich gerne Echo der Überreste. Deine anhaltenden Granateneffekte, Vortexgranate, leere Wall, leere Spitze und Axionblitz erhalten eine längere Dauer.
Dann würde ich gerne Echo der Instabilität mit ausrüsten. Wenn du Ziele mit Granaten besiegst, erhältst du flüchtige Geschosse für deine leere Waffen. Nehmen wir direkt mit. Dann nimm es. Dann würde ich noch gerne mit reinnehmen, deine leere Granaten schwächen Ziele. Und last but not least, wo versteckt sie sich? Echo der Ausdauer, auf dich angewandte leere Buffs, Unsichtbarkeit, Überschild und Verschlingen haben eine längere, eine verlängerte Dauer. Viel Glück. Wir meditieren einmal. Wir gehen in den Fokus rein. Die Nova-Bombe Vortex als die Super, dann das heilende Rift, einmal das Schubgleiten, Taschensingularität und die Vortex-Granate. Bei den Aspekten die Leere füttern, um Verschlingen zu erzeugen und Chaosbeschleuniger, damit wir die Granaten überladen können. Somit wird die Vortex-Granate größer und die Verweildauer ist länger. Bei den Echos, wie schon angesprochen, Echo der Ausdauer, Echo der Schwächung. Dann nehmen wir noch mit rein Echo der Instabilität. Und hier Echo der Überreste. Somit wäre der Fokus für mich erstmal startklar. Wir machen einen kleinen Sprung rüber in die Helm. Ich würde mal kurz gern mit euch Rüstung fokussieren. Und da wären wir in der Helm. Wir gehen einmal runter an die Sonarstation. Dem Geist habe ich vorneweg schon mal den Belastbarkeitsrüstungsmeister gegeben. Und wir schauen jetzt einfach mal, was wir rauskriegen. Ich hoffe, ich habe noch genügend Engramme. Die sollten reichen. Ich bin gespannt, was wir rausbekommen haben. Stärke, Intellekt, Disziplin, sehr gut. Belastbarkeit und Disziplin. Wir möchten ja auf Granaten. Ich nehme wir auch noch rein. Das würde bedeuten, den Helm brauchen wir nicht. Denn hier nehmen wir die Exo rein. Die Braue der Wahrheit, die gab oder gibt es aktuell noch bei Xur. Mit dem Rüstungsperk, die vierte Magie, Waffentodesstöße mit einem Schadenstipp, der deiner Fokusenergie entspricht, gewähren Todeskampf, wodurch du einen Schadenbonus für Granaten sowie Granatenenergie erhältst. Wenn Todeskampf aktiv ist und du eine Granate wirfst, erhalten Verbündete in der Nähe für eine kurze Zeit stärkere erhöhte Granatenregeneration. Dies würde bedeuten, wir holen uns noch einmal Handschuhe und hoffen, dass wir dort noch ein bisschen auf Disziplin kommen. Ja, perfekt. So können wir das erstmal lassen. Wir haben jetzt 80 Belastbarkeit vorneweg und 65 Disziplin. Wir gehen rein in die Exo, fangen an, die Rüstung zu verbessern. Sie würde ich jetzt auch direkt zum Meisterwerk machen. Und die anderen Rüstungsteile nehmen wir mal. Einige Rüstungsstufen nach oben. Da muss ich dann schauen, wie es modtechnisch sich auswirkt. Ob ich mit manchen noch höher muss. Noch den Reif auf Stufe 8. Und dann können wir auch beginnen, die Mods zu verteilen.
Ich bin einmal in den Turm rübergesprungen. Eine etwas hellere Stelle. Nicht so dunkel wie in der Helm. Wir gehen in das Artefakt rein. Hier habe ich mal eine Vorauswahl getroffen. Unter anderem, dass die leere Mods günstiger werden und die Nahkampfsmod günstiger werden. Dann auf zum Durchbruch, um leere Durchbruch zu erzeugen. Der schützende Durchbruch. Das Aufsammeln eines leeren Durchbruchs gewährt dir einen Überschild oder setzt deinen bereits bestehenden Überschild zurück. Dann einfach noch der Konterangriff. Erhalte einen Rüstungsladungsstapel, wenn du einen Champion betäubst. Und im letzten Reiter die Supernova. Das Aufsammeln eines leeren Durchbruchs führt dazu, dass die nächste Quelle deines leeren Schadens einen großen schwächenden Impuls verursacht. Wir gehen rein in den Helm. Die Belastbarkeitsmod, da sind wir jetzt bei 98, das wäre klasse, wenn ich noch ein Rüstungsteil eventuell Aszendent machen könnte, dann hätten wir da schon die 100. Wir wollen Sphären der Macht erzeugen, deshalb nehmen wir den leeren Siphon, am besten zweimal mit rein. Und wir wollen voll auf Granate, deshalb erhalte Bonus Super Energie durch Granatenkills. Wir gehen weiter in die Panzerhandschuhe. Ich schaue eben mal kurz auf die Stats. Disziplin würden wir hier mit reinnehmen. Dann Granaten-Kickstarter. Und jetzt geht meine Energie schon aus. Das heißt, wir nehmen dich noch einmal hoch. Die Feuerkraft mit rein. Und mehr habe ich leider nicht. Ich habe auch kein aszendentes Bruchstück. Auch hier gehen wir auf den Disziplin-Mod. Dann nehmen wir mit rein aufgeladen. Erhöht die maximale Anzahl der Rüstungsladungsstapel, die du tragen kannst. Wir nehmen ihn einmal hoch und nehmen den Stoßdämpfer rein, damit sämtlicher Schaden reduziert wird. Weiter in den Beinschutz. Auch hier gehen wir nochmal auf Disziplin. Ja, die Erholung ist nicht wirklich gut. Vielleicht sollte ich etwas auf Erholung gehen. Ist beim Warlock, glaube ich, wäre das nicht ganz schlecht. Ich bin gerade etwas hin und her gerissen. Wir nehmen als allererstes mal Innovation, am besten doppelt. Und dann noch die Heilung. Nehmen wir Rekuperation oder schon besser? Wir nehmen den hier mit rein. Und zu guter Letzt noch den Reif. Hier würde ich jetzt tatsächlich doch mal noch auf Erholung, dass wir wenigstens ein kleines bisschen Erholung haben. Auch hier gehen wir auf Granaten. Ich brauche ein Schaubild, um dieses Schaubild zu lesen. Ungewöhnlichste Symbologien hier. Ja, mit dem 12er Erholungswert bin ich nicht wirklich zufrieden. Vielleicht nehmen wir einfach ein Disziplin mal noch mit raus. Und gehen da noch auf Erholung. Okay. Die Mobilität. Die Mobilität ist wirklich schade. Aber die kommt halt hauptsächlich aus der Braue der Wahrheit. Ich habe mir einmal von meinem Jäger die Gravitonlanze rübergeschickt. Und die Powerwaffe, falsche Fährte. Hier würde ich einfach Mitternacht ohne Namen drin lassen. Ja, und so wäre das Bild erstmal soweit fertig. Besser kriege ich es aktuell nicht hin. Wir starten in einen Vorhutstrike rein und schauen mal, wie sich's spielen lässt. Den vorläufigen Aufklärungsdaten zufolge hortet die strahlende Schar Hüterlicht für eine Art Ritual. Wir werden das eingelagerte Licht nach Möglichkeit vernichten. Unser oberstes Ziel muss jedoch die Eliminierung der Scharanführer sein. Sie sind uns immer einen Schritt voraus. Zeit, dass wir aufholen. Und da wären wir auch im Gameplay schon drin.
auch noch drauf. Aber ich muss ran. Ich bin kein Jäger. Ich habe keinen Dreifachsprung. Granaten sind auf jeden Fall recht schnell wieder voll. Das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Einmal die schwere Munition abgeholt. Unsere Super wäre aufgeladen. Macht ziemlich viel Spaß, den Warlock so zu spielen. Für die Kabale ist die Entwaffnung eine größere Schande, als im Kampf getötet zu werden. Ich vermute, für die Hüter und ihr Licht gilt dasselbe. Das sieht nach einer Art Lager aus, aber statt Waffen porten sie ihr Hüter nicht. Ich habe die Nova-Bombe in die Decke geschossen. Großartig. Womit ich noch gar nicht klarkomme, ist das Sprunglenken. Weil ich einfach, glaube ich, brutal den Jäger gewöhnt bin.
Jetzt können wir durch. Machen wir ihren Anführer und setzen dieser Ketzerei ein Ende. Savatun hatte im Turm viel Zeit für ihre Planung. Sie beobachtete jeden unserer Schritte. Selbst wenn diese Operation gelingt. Ich bezweifle, dass es damit vorbei sein wird. Treibe sie ihnen mit deinem Speer aus, Hüter. Mal einen Rift setzen. Ah, ich schmeiß die Nova-Bombe daneben, ich glaub's nicht. Nicht hoch. Also ich finde den Warlock auf jeden Fall aktuell deutlich ansprechender zum Spieler als den Jäger. Einmal die Prämie beanspruchen. Ja, und damit wäre diese Mission abgeschlossen. Einmal die Jäger, die Hüter noch wertschätzen. Wir kehren zurück zum Orbit. Und da wären wir zurück im Turm mit unserem Warlock. Ich muss sagen, er macht sehr, sehr viel Spaß zum Spielen. Das Bild ist natürlich nicht perfekt. Es ist jetzt zusammengebaut aus den Möglichkeiten, die ich aktuell hatte. Da kann man noch deutliche bessere Rüstung in den Rolls rausholen. Ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Mir macht es mega viel Spaß, mit dem Warlock zu spielen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, mit welcher Klasse ihr am liebsten spielt. Wir werden am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Tipps und Tricks habt für den Warlock, schreibt es mir doch auch gerne in die Kommentare. Ich bin für jede Hilfe und eure Tipps immer sehr dankbar. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao.